Das ist aber ziemlich doof. Schreibtisch. Ja, zwei Kronkorken. Nee, Terminal. Was nicht zu hacken ist, ist meistens langweilig, da gibt's nichts. Und da haben wir schon was. Da haben wir einen Stealth Boy. Dafür werden wir noch mehr verlesen. Ja, ziemlich cool, weil die machen uns komplett unsichtbar. Und das wird mir helfen, an die einzigartige Jagdfinde ranzukommen. Weil man, ja, entweder man macht eine Quest oder man stiehlt die. Und ich werde die wahrscheinlich stehlen. Weil mir die Quest zu viel Arbeit ist für den Scheiß. Dann bin ich hier alles. Fancy Let's Kuchen. Lamco Mac and Cheese. Ich weiß gar nicht, ob das von irgendwelchen, na, richtigen Markennamen entnommen wurde hier alles. Kann sein, dass es in Amerika sowas gibt. Ein Kronkorken. Irgendeine Blemco-Firma, die Käse herstellt oder sowas. Da gibt es doch eigentlich alles in Amerika. Na, könnt mir das gerne mal sagen, also falls ihr es genau wisst. Was haben wir hier hinten? Juhu, ein kaputtes Klo. Ja, da gibt's wohl nichts. Ich weiß nicht, aber in dem Spiel noch nie was auf Klo gefunden. Was ist das? Ein Brunnen. Ein Werkzeugkasten. Ja, Altmetall nehmen wir mit. Und das Gewichtslimit, das nervt ein bisschen. Ja, da liegt der Kasten davor. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Tür. Da müssen wir hier schon hoch. Liegt auf jeden Fall was. Sharon, komm. Bei Fuß. Das ist übrigens sehr toll, dass das Zeug genauso aussieht, das Blutheber ist, obwohl es die deutsche Version ist. Aber Gegner bluten natürlich nicht. Ist sehr gut gemacht. Gut, hier ist nichts. Geschützturmsteuerung durchschnittlich. Dazu brauchen wir Wissenschaft 50, soweit ich weiß. Das haben wir nicht. Nikola Tesla, sie, das ist ein Buch für Energiewaffen. Mal gucken, was es hier so gibt bei der Museumswartung. Ja, bekannt machen, wenn man nicht lesen. Das sind viel Zeit weg und das geht wie gesagt erst mit Wissenschaft 50. Das heißt, wir sind hier umsonst hochgelatscht. Ja, Sharon wartet hier auf uns. Unser Sklave, hier ist noch ein Medikit. Ja, Stampacks, zwei Stück. Weiß nicht, irgendwie benutze ich die nicht wirklich oft. Obwohl man es vielleicht sollte. Ich gehe lieber nach Megaton und schlaf da. Tja. Er liegt hier einfach so rum und guckt ein bisschen. Ne, dann nicht. Da geht's weiter, glaube ich. Gucken wir erstmal, was hier so gibt. Ne, Informationen wollen wir nicht. Ja. Muni. Stealth Boys. Juhu. Beschreibung. Dies ist der persönliche Robco Stealth Boy, Modell 3001. Das von Robert Mayflower entwickelte Tarngerät generiert ein Modulationsfeld, das reflektiertes Licht von einer Seite eines Objekts auf die andere überträgt und den Träger des Geräts somit für das ungeübte Auge fast unsichtbar macht. Ja, da haben wir gehört, wie das Ganze funktioniert. Können Sie auch übrigens mal hier hinsetzen. Bringt uns nicht viel. Aber wir sind ein, ja, üblicher Museumsgast, der sich nicht an Mutanten stört. Geht's da gar nicht weiter? Das ist aber sehr schade. Dann müssen wir doch den anderen Weg lang. Ja, man sieht die Warp Tour. Das ist eine. Oh, das hat mich einfach erschrocken. Weil ich es nicht mehr wusste. Jedenfalls ist es ein. Ja, eine Vault. Wie man sieht. So als Ausstellung. Und ich glaube, hier sind keine Gegner drin. Komm, geh mal hier hoch. Auf jeden Fall geht da schon was auf. Hier komme ich noch nicht rein. Das mit dem Licht irritiert ein bisschen. Wände. Oh mein Gott. Ja, was gibt's hier? Da gibt's. Kommt man da gar nicht rein. Ja, ein Raum ohne Tür. Das war wohl mit der Hausmeister. Tja, der schläft ein bisschen. Ja, das ist sehr informativ. Was gibt's da drin? Keine Ahnung.
Naja, wir gehen mal weiter. Ja, wir sind schon wieder draußen. Schön latscht und ist gemütlich daher. Da kommen wir nicht runter. Ja, ein Schreibtisch, der leer ist. Super. Und der komische Text da geht auch nicht mehr weg. Ja, das fliegt. Dann gehen wir mal dahin. Das ist ein Vertibird. Ja, sehen wir hier. Sie sehen hier ein maßstabsgerechtes Modell eines militärischen Transportflugzeugs, das als Prototyp von der US-Armee entwickelt wird. Das Modell XVB-02 Vertibird ist ein Senkrechtstarter VT-0L-Gerät mit extrem widerstandsfähig gepanzertem Rumpf. Es kann mit vielen verschiedenen Angriffswaffen und Verteidigungselementen ausgerüstet werden. Es handelt sich hierbei um das modernste Flugzeug seiner Art. Das Militär hofft, diese Geräte bis 2085 in Einsatz zu haben. Ja, wenn ich mich nicht täusche, gab es die bei Fallout 2. Ich weiß gar nicht mehr, wann Fallout 2 spielt, aber mir war es, als wenn es im Jahr 2200 ist. Also später als das hier. Und ja, da werden die Dinger recht häufig benutzt. Ich glaube, da wollen wir noch nicht lang. Delta? Delta 9 Exhibit. Ne, wir wollen jetzt zum Virgo 2. Wir wollen ja diese komische Schüssel haben. Ich schicke aber da hinten. Ja, übrigens, Fallout 2 ist ein sehr gutes Spiel, genau wie der erste. Nur leider hat von der heutigen Generation, zu der ich auch dazu gehöre, ja, da gibt es kaum Leute, die es gespielt haben, weil es einfach alt ist. Der zweite ist von 98, glaube ich. Und der erste von, ich weiß nicht, 95. Und das sind für mich, ja, die besseren Fallouts eigentlich. Jedenfalls habe ich da ewig mit verbracht. Ich habe so oft durchgespielt. Und da drinnen haben wir jetzt ein Event, deshalb wollen wir Sherwin hier drin haben. Wir sehen hier einen großer leerer Raum, der nach einer Arena aussieht. Oh mein Gott, was könnte das heißen? Könnten etwa Gegner kommen? Man weiß es nicht, aber. Tja. Wir gehen einfach mal davon aus. Das Ding wurde jetzt getriggert. Da hinten sehen wir schon, da kommen welche. Und da wir tausende Granaten haben, probieren wir die mal aus. Na gut, wir haben noch vier. Das war schon wieder ziemlich gut. Ja. Falsch. Ich wollte VRTS. Und jetzt schmeißt man die Scheiße. Naja, der war immer nah dran. Und die nächste. Ja, der ist fast schön erwischt anscheinend. Das war nicht gut. Aber naja, der Mutant ist fast tot. Der ist wieder tot. Der andere ist auch tot. Tja. Wie gesagt, Pech. Was haben wir hier? Wehrschrank. Ja, super. Also wenn man hier schon Dietrich 75 hat, wenn man der Story direkt nachgeht. Stimpak. Planetarium Terminal. Ich glaube, das müssen wir hacken. Das heißt, wenn man hier nicht Wissenschaft über 25 hat, dann ist man ziemlich am Arsch. Das braucht man nämlich. Termin des Forschungsleiters, das hatten wir aber schon, oder? Naja, da waren wir auch dran. Juhu, mein Lieblingsspiel. Ich glaube, ich habe es schon mal erklärt. Ja. 5 Versuche. Dürfen jetzt ein Wort auswählen und Mastermind spielen. Wie schön. Nehmen wir einfach mal Serious. Gar nichts richtig, geil. Motion, gar nichts richtig. Indien, 2 richtig. Ich nehme an, das ist das AN hinten. Jetzt schauen wir mal, ob wir sowas haben. Firing my laser. Raving, insane, team. Praying. Indien. Ja, das könnte man eigentlich schon so lösen. Ja, Indien. Insane. Tja, das war nicht so schwer. Planetariumsausgang aufschließen. Zack, aufgeschlossen. Das Ding hält an und da hinten dürfte jetzt offen sein. Ich möchte ja trotzdem noch mal gucken, was die hier so schönes haben. Ja, das wusste ich, dass der sowas hat. Bei dem wusste ich nicht, aber der hat auch. Das ist schön.
Haben wir 203 Schuss. Tja. Das Ding ist ein bisschen im Arsch, aber es funktioniert immerhin noch. Tür. Langer Gang. Ein sehr langer Gang. Ich habe da eine Tür und da eine Tür. Ich glaube, ich will da lang. Uah, da oben. Und da unten. Und der pumpt ja mal direkt einen Sherman rein.